Und da sind wir wieder bei The Fischer Online. Und heute gehen wir mal auf Grund. Das heißt, wir schnappen uns die Fiederruten und angeln hier am Briesener See auf Grund und gucken wir mal, was wir da rausziehen können. Beim letzten Mal waren wir ja mit der Pose unterwegs. Das hat schon wirklich gut funktioniert. Wir haben einige kleine Karpfen rausgezogen, Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen. Und heute testen wir einfach mal, was da noch so geht auf Grund. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal hier die etwas tieferen Stellen. Entweder hier in dem Bereich oder tatsächlich auch diese ganz tiefe Stelle hier. Und im Idealfall noch eine Region, die auch so ein bisschen ja, durch Wasserpflanzen irgendwie so ein bisschen verschlonzt ist, wo sich die Fische gut verstecken können. Auf geht's! So, legen wir los. Wir haben es jetzt schon, ja, kurz nach 19 Uhr. Das heißt, man sieht auch schon am Himmel, es verfärbt sich so langsam. Es wird langsam dunkler hier. Und wir testen einfach mal jetzt das Grundfischen. Das Posenangeln hat ja echt gut funktioniert. Wobei es auch da eben noch den ein oder anderen kleinen Bug gibt. Schauen wir mal, was jetzt vielleicht hier so geht. Vielleicht werfe ich hier noch rein. Kann man hier? Es ist sogar tatsächlich hier noch ein Weg. Vielleicht testen wir das einfach mal hier. Das sieht ja fast so aus, als ob das hier auch echt gewollt ist. Das machen wir. Das machen wir. Letztes Mal stand ich auch auf der anderen Seite. Also, gucken wir mal. Ich habe noch vom letzten Mal die Ruten hier. Ich glaube, die beiden Varianten, die Rolle brauche ich, das Vorfach brauche ich. Und dann setzen wir hier erstmal die Feeder Rods ein auf die Zahlen 1, 2 und 3. Gucken da kurz rein, genau. Wir brauchen die Rollen, wir brauchen die Schnur. Ich glaube, ich nehme die auch mit. Hier ist dicke 15 Kilo Schnur, die ist ein bisschen zu dick. Die wollen wir dann lieber nicht. Das nehmen wir auch mit runter. Den Haken nehmen wir dann auch nochmal mit runter. Zack und zack. Und den Köder auch direkt. Wenn es den nur noch einmal gibt, den Köder. So, dann haben wir das jetzt gleich alles fürs Grundangeln gesichert. Also, gehen wir an die Ruten. Da haben wir die 3 Kilo Schnur, da ist das Gewicht Vorfach dran. Siehst du, da haben wir es nämlich. Hier braucht man nämlich jetzt die Haken. Und da haben wir das dreimal. Ist halt nicht dreimal nebeneinander. Es gibt keine Variante, das irgendwie zu... Ah! Doch, es gibt die Variante. Ha! Man muss bloß rumfummeln. Mit Steuerung zieht man die auseinander. Na, geht doch. Und ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein. Easy. Mit Steuerung splittet man. Ha! Steuerung links und ziehen. Sehr, sehr geil. Okay, haben wir das doch. Also, nehmen wir hier den dicken Haken. Köder mache ich dann gleich. Und dann machen wir das dran. Und dann machen wir hier noch die Schnur wieder dran. Ach, da bin ich ja froh jetzt gerade. Sehr, sehr geil. Und hier wieder den Haken. 15er, jawohl. Und die dritte Variante. Das ist ja sehr geil, ey. Mal eben. So, also haben wir die drei Varianten. Kann ich denn dann auch bei den Baits dreimal Wurm nehmen? Ja, das heißt, ich kann das splitten. Ich mache jetzt hier mal 10er Stacks raus. Yes! Und das heißt, dann kann ich da jeweils mir einen 10er Stack dran machen.
Und damit... Soll ich jetzt dreimal Wurm machen? Nee, will ich gar nicht. Kann ich das wieder zusammenstecken? Ja. Ah! Okay. Ich will noch mal einen machen mit Teig. Und Brot auf jeden Fall auch. Okay, Leute. Okay, das ändert natürlich jetzt einiges. Das ändert einiges. Sehr geil. Okay, och, wir haben schon Abend. Alter, es wird schon dunkel. Richtig geil. Jetzt aber schnell hier. Okay, auf B können wir dann auswählen. Hier haben wir das tatsächlich jetzt auch. Super. Super. Und ich habe mir noch gedacht, das kann doch nicht sein. Sehr geil, ey. Ich werfe nicht so weit aus. Hier ist ja nicht... Oh, das war schon... Den stellen wir ab. Auf B nehmen wir noch den Teig. Auch nicht so weit. Zack. Plonsch macht es mit dem dicken Blei. Und dann nehmen wir hier noch einen Wurm dran. Hier den 10er-Stack Wurm. Warum werfe ich jetzt nach da? Weil die Strömung halt nach dahin auch weggeht. Und abstellen. Und dann warten wir jetzt hier. Geil. Ach, da bin ich ja froh, ey. Dass das klappt. Steuerung, linke Maustaste, runterziehen. Löbt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Und dann heißt es jetzt warten. Es sind automatisch sind hier an den Fiederrouten die Glöckchen oben dran. Die haben wir damit dran. Wenn es jetzt sehr dunkel wird, können wir dann auch gleich noch Licht anmachen. Wobei das vom Sound her auch so eine Campinglampe, ne? Klack, so eine Blechlampe irgendwie. Als ob hier so Spinnenweben rumfliegen, ne? Ja, ich hoffe, ich fange hier überhaupt was. Ich habe es hier noch nicht aus... gesagt getan. Ich habe es hier noch nicht ausprobiert. Und... Ja, es ist was dran. Es ist was dran. Es ist was dran. Jawohl. Ja, so darf das gehen. Oh, ja, 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 ja. Komm, komm, komm. Oh, ja, 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 ja. Ja, und er kämpft. Und er kämpft. Und es geht in die Bremse sogar. Alter. Alter, komm ran hier. Rut. Oh, das ist eine fette Rotfeder. 1,86 grün, das heißt maßiger Fisch. Geil. Das nehmen wir doch mal mit hier, ey. Geil, sehr, sehr geil. Schön. Zack. Das war jetzt auf dem Brotteig, okay? Und auf Grund. Und da geht die nächste. Die 3. Jawohl. Oh, wie schön. Auf dem Wurm jetzt, ey. Na, das ist ein bisschen leichter. Das ist ein bisschen leichter. Oh, ich habe die Barsche vergessen vorhin bei der Aufzählung. Die Barsche habe ich vergessen beim letzten Mal. Barsche gibt's. Large. Alter, das ist voll gut hier. Ein großer Giebel. Wird ja mal geiler. Mitnehmen. Oh, auf den Fiederrouten. Läuft. Und was für dicke Brocken, ey. Nochmal eine höhere Wertung. Geil. Richtig gut, ey. Da freut man sich über Rotaugen und über Giebel. Ist doch der Hammer, oder? Ist doch echt der Hammer. So, was war jetzt gerade bissig? Der Brotteig hat funktioniert. Und der Wurm hat funktioniert. Und in der Mitte, was habe ich in der Mitte? Ah, den anderen, den Teig. Einfach nur Teig steht dran. Schon gut gemacht, ne? Auch so rein optisch.
Rein optisch echt. Echt gut. Ja, Mann. Passt. Und jetzt mal ganz ehrlich. Stimmungsvoll oder nicht? Ist doch, sieht doch gut aus. Will man sich doch hinstellen? Hat man Bock zu angeln? Zack, da hinten rein. Geil. Genau so soll das aussehen. Richtig geil. So von den Lichtverhältnissen top. Und quasi dann auch noch, das kommt noch dazu, eingebettet, quasi hier in der Landschaft eingebettet. Nicht irgendwie platziert. Das ist wie original gewachsen, ne? Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil vom Style. Ja, die Frage ist natürlich, wie ist es mit den Frequenzen? Wo und wann beißen die Fische? Es gibt natürlich viel, 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 was man dann als Angler hier in dem Game eigentlich wieder noch lernen muss. Gerade beim Spinnfischen, das wird dann auch nochmal spannend. Welche Einholgeschwindigkeit? Oder jetzt hier beim Grundangeln, welche Fische beißen denn überhaupt hier auf die Würmer? Ist das absolut realistisch? Geht da auch mal, keine Ahnung, irgendwas hier dran? Muss man eben alles testen. Bisher sieht es alles ganz vernünftig aus. Also ich sag mal, dass da auf dem Regenwurm eben so ein Giebel dran geht, das passt. Oder auch ein Barsch hatte ich ja auch schon dran. Oder dass die Karpfen auf den Teig gehen. Das passt ja auch alles. Teig oder Mais. Und da war was dran. Ach Quatsch. Hat gar nicht gebimmelt. Ha! Oder hat er gerade erst gebissen? Was haben wir denn da? Es ist, ja, der kleine Spiegelkarpfen auf den gerade besagten Teig. Nice. Schön. Aber eben noch ein kleiner, ne? Hier wieder die Schrift in Grau. Kleiner Spiegelkarpfen. Ob ich einfach mal hier hinwerfen soll? Komm, machen wir mal. Zack, auf Grund. Ist da was dran? Ne, ist nichts dran, oder? Ne. Und treibt es hier wirklich runter? Nö, ne? Ich werfe nochmal weit aus hier. Oh, der ging aber hier ein bisschen... Oh doch, müsste im Wasser liegen. Mal sehen, wie weit man da kommt, ob da irgendwann wirklich dann auch Map-Ende ist. Fliegt recht weit. Oh, die dicken Brocken gehen da gleich ran. Und der Mond geht auf. Schön. Sehr gut, ey. Ja, solche Details, so von wegen Scheuchwirkung und sowas alles. Inwieweit sowas implementiert wird in dem Game, da gibt es halt noch keine Informationen zu. Da ist es eben wichtig, dass man sich dann auch im Forum auch mit austauscht, mit dem Entwickler. Ja, gucken wir einfach mal, was da noch geht. Wie gesagt, das ganze Game ist ja alles noch in der Pre-Early-Access-Variante jetzt gerade. Und wir haben viel Zeit bis Ende des Jahres. Da soll es dann rauskommen. Und wenn es dann ja im Herbst oder bis Dezember, Herbst, Winter, wenn es dann draußen ist, dann sind mit Sicherheit noch mehr Gewässer offen. Dann haben wir richtig viel Spaß und ich glaube, da haben wir ein Game, was echt neue Maßstäbe setzt in dem ganzen Angel-Game-Genre. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen stehen
Und dann gucken wir mal, was ich jetzt noch hier so rausziehe. Einfach noch mal ein bisschen Grundangeln. Und beim nächsten Video sehen wir uns dann wieder auch noch mal hier. Und ich glaube, dann gehe ich hier noch mal mit dem Spinner durch. Bis dahin. Tschüss.